Lieben, ja, ich bin's mal wieder. Ich weiß, ich habe eine gefühlte Ewigkeit kein Video gemacht, in dem ich einfach nur da saß und mit euch gesprochen habe. Und deswegen dachte ich, es wird mal wieder Zeit dafür. Ganz kurz dazu, wieso. Ja, ihr habt's gesehen, ich war eine Menge unterwegs und da habe ich euch ja auch so gut es ging immer mitgenommen. Und jetzt hat diese ganze Rumreiserei erst einmal ein Ende. Für eine gewisse Zeit zumindest. Und da dachte ich mir, ich nehme es mal wieder in Angriff, ein bisschen mehr hier auf meinem YouTube-Kanal zu machen. Also wenn ihr Videovorschläge habt, dann immer ab damit in die Kommentare. Im heutigen Video soll es um ein Produkt gehen und zwar um ganz genau dieses hier. Das ist so ein Lasergerät von Panasonic, das wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und ich dachte, wir packen das einfach mal zusammen aus und schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn dann gibt es noch eine ziemlich coole Verlosung. Und ja, los geht's. Packen wir das Gerät mal aus. Und zwar ist die genaue Bezeichnung ESWH80 und kostet leider um die 300 Euro, was natürlich jetzt erstmal extrem viel klingt und was auch wirklich viel Geld ist, natürlich. Allerdings muss man bedenken, dass man das Gerät erstens meiner Meinung nach teilen kann, solange es... man es jetzt wirklich nur an Beinen und Armen anwendet und man da irgendwie mit der Freundin und der Mutti sich das teilt und da irgendwie nicht Probleme hat mit der Hygiene. Das kann man auch reinigen, das Gerät. Und ja, man braucht dann halt nie wieder Rasierer kaufen. Und wir alle wissen, wie teuer Rasierer und vor allem Rasierklingen sind. Genau, schauen wir mal rein. Das ist mal so eine Pappe. So, haben wir hier erstmal die Anleitung, die habe ich natürlich schon fleißig studiert, damit ich euch ein bisschen was zum Produkt erzählen kann und ich es auch korrekt anwende. Und dann haben wir hier das Ladegerät und ja, das Gerät an sich. So sieht das Gerät aus, hier ist noch die Schutzkappe drauf. Und hier vorne seht ihr dann den Bereich, der immer eben auf die Fläche, die gerade behandelt werden soll, gedrückt wird. Das zeige ich euch gleich nochmal genau in der Anwendung. Genau, was macht das Gerät? Das Gerät arbeitet mit einem Sofortblitz von einer Xenonleuchte und ich weiß nicht, ob Lasern der richtige Begriff ist, aber es entfernt auf jeden Fall die Haarwurzel und nach mehreren Anwendungen wachsen dann da eben oder sollen auch keine Haare mehr nachwachsen. In den ersten 2 Monaten soll man das an Beinen und Armen zum Beispiel alle 2 Wochen anwenden und ab dem 3. Monat dann alle 4 Wochen anwenden. Man kann das auch unter den Armen und vor allem auch in der Bikini-Zone anwenden. Das weiß ich noch nicht, ob ich das machen werde. Ich werde es jetzt, glaube ich, erstmal an Beinen testen und bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Hier seht ihr dann noch, es gibt eigentlich nur einen An-Knopf und diesen Select-Knopf. Da könnt ihr euch dann, je nachdem wie stark der Lichtblitz sein soll, von Level 1 bis Level 5 einschalten. Ich bin halt echt super gespannt und lasst es uns einfach mal ausprobieren. Jetzt habe ich fast vergessen, das Wichtigste überhaupt zu sagen. Ihr müsst euch vorher rasieren. Also die Beine müssen ganz glatt sein, damit das Gerät und das Licht direkt an die Haarwurzel kommen. Bevor wir anfangen, noch ein paar allgemeine Hinweise. Und zwar müsst ihr das Gerät vor dem ersten Gebrauch oder allgemein vom Gebrauch aufladen. Das allererste Mal 3 Stunden. Und dann kann das mit, glaube ich, 3000 Blitzen genutzt werden. Außerdem ganz, ganz wichtig, das Gerät darf nicht nass werden. Deswegen wende ich das jetzt hier auch ganz bequem in meinem Bett an und nicht im Badezimmer. Außerdem solltet ihr das Gerät nicht während der Schwangerschaft oder der Menstruation anwenden. Denn dann ist der Hormonhaushalt ja sowieso schon nicht so ganz im Gleichgewicht und dann darf man das Gerät nicht anwenden. Also achtet bitte genau darauf. Außerdem ist in der Verpackung auch noch so eine Tabelle, wo auch nochmal angezeigt wird, wo das Gerät nicht funktioniert und nicht angewendet werden darf, nämlich bei manchen Hautfarben und Haarfarben. Also achtet da bitte drauf, das ist wirklich ganz wichtig. Und ja, außerdem solltet ihr das Gerät erstmal an einer Stelle ausprobieren in der leichtesten Stufe und dann erstmal gucken, was in den nächsten 2-3 Stunden passiert, ob eure Haut darauf reagiert etc. Aber in der Anleitung habt ihr natürlich auch nochmal alle Sicherheitshinweise, also lest euch die bitte gründlich durch, damit nichts schief geht. Ich schalte das Gerät jetzt mal ein. Dann brummt das und sobald es piept, kann man es auf das Bein oder die Fläche drücken und muss das aber senkrecht machen. Wenn es gepiept hat, geht es weiter. Also ich fange einfach mal an.
ganz kurz jetzt erstmal nur zur Anwendung. Ihr habt es gesehen, ich bin einfach hochgefahren und der helle Blitz war immer gut zu erkennen. Es riecht jetzt hier gerade ein ganz, 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 ganz bisschen leicht verbrannt. Das habe ich auch gelesen. Das ist dann der Fall, wenn man nicht ganz gründlich rasiert hat. Dann verkohlen sozusagen die Härchen. Ansonsten hatte ich jetzt gar keine Schmerzen. Ich habe es auch auf Stufe 1 erstmal probiert. Es ist ganz wichtig, dass ihr das Gerät nicht zweimal an derselben Stelle anwendet. Also dann immer schön hochgehen. Und was ihr außerdem noch beachten solltet, dass ihr nicht unbedingt genau ins Licht gucken solltet, falls ihr Angst habt, dann könnt ihr auch eine Sonnenbrille aufsetzen und achtet auch darauf, dass keine anderen Personen mit im Raum sind. Jetzt habt ihr es gerade gesehen, das Gerät blitzt nicht, wenn man es nicht senkrecht auf das, auf den Körper drückt. Das Bein fühlt sich jetzt an der Stelle auf jeden Fall warm an. Ja, aber an sich ist die Handhabung wirklich ganz einfach. Ich bin sehr gespannt, ob es funktionieren wird und ich mache jetzt mal noch weiter. Ich hoffe, dass dieser kleine Einblick euch irgendwie ein bisschen geholfen hat und ja, so genau sagen, ob es funktioniert, kann ich euch jetzt leider noch nicht, da ich es noch nicht ausreichend getestet habe. Allerdings, ja, wenn ihr wissen wollt, ob es was bringt, ob die Haare wirklich nicht mehr nachwachsen, dann sagt mir doch einfach Bescheid, dann kann ich vielleicht dann noch mal ein Follow-up-Video machen oder ich sag euch auf Snapchat oder Instagram Bescheid, je nachdem, wie ihr wollt. Damit ich das Produkt aber nicht alleine testen muss, hat mir Panasonic freundlicherweise noch 5 weiterer dieser Geräte zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir können zusammen testen und uns austauschen. Da freue ich mich echt schon wahnsinnig drauf. Und ja, für die Verlosung, da gibt es gar nicht groß viele Bedingungen. Ich würde mich super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wichtig ist es, dass ihr einen Kommentar unter dem Video hinterlasst, damit ich dann auch etwas auslosen kann. Ja, schreibt einfach irgendwas Nettes rein und dass ihr eben an der Verlosung teilnehmen wollt. Und dann verlose ich genau heute in einer Woche die 5 Gewinner aus und kontaktiere sie hier über YouTube direkt, also über YouTube Mail oder wie auch immer man das nennt. Also schaut bitte regelmäßig rein, damit ihr es auch nicht verpasst und damit ihr euer vorzeitiges Weihnachtsgeschenk erhalten könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, denn das nächste Video kommt schon in 3 Tagen, glaube ich. Also 3, 4 Tagen. Also, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!